Ja, schönen guten Abend zum heutigen Webinar. Verlauf von der Idee bis zum fertigen vollautomatischen Handelssystem aus unserer Webinarreihe. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass ja, trotz der Ferienzeit so viele Teilnehmer anwesend sind. Wenn einige mitgezählt haben, dann werden die feststellen, dass wir Teil 3 der Webinarreihe leider noch nicht gemacht haben, aus gesundheitlichen Gründen. Aber zum Glück sind alle wieder gesund und somit können wir das dann entsprechend nachholen. Der Termin ist schon online auf der Webseite. Eventuell zeige ich das auch mal kurz und stelle den Link auch online, beziehungsweise kopiere den Link in den Chat. So, das wäre dann der dritte Teil hier, der erfolgreiche Algo-Trader am 29.08. Ja, da können Sie sich entsprechend dann anmelden für. Und dann haben wir die Webinarreihe dann auch komplett. Nichtsdestotrotz können wir heute Teil 4 machen und ich freue mich, dass Herr David Varney wieder ja, für uns zur Verfügung steht und das heutige Webinar macht. Vielleicht noch als letzte Info. Das Webinar wird aufgezeichnet, wie immer. Und wenn die Technik mitmacht und die Aufzeichnung, ja, funktioniert, dann werde ich sie natürlich wieder online stellen. Und falls wir neue Teilnehmer da dabei haben, dann zeige ich ganz kurz noch, wo sie dann die Videos finden. Also einmal entweder direkt hier unter Videos, aber unser Partner AlgoCamp hat auch eine eigene Seite bei uns. Ja, finden Sie unter Trading Partner und dann hier AlgoCamp. Da finden Sie auch die Links zu den anderen Aufzeichnungen. Ja, und dort werden Sie dann entsprechend hier Teil 4 die Aufzeichnung finden. Okay, dann übergebe ich auch direkt an David Varney, damit wir auch loslegen können. Und wünsche euch viel Spaß. Ja, vielen Dank. Auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Finde ich sehr erstaunlich, dass trotz des warmen, schönen Wetters noch so viele hier sind. Ich dachte eigentlich, dass gerade in der Urlaubszeit kaum noch jemand da ist, aber dem ist zum Glück nicht so. Von daher freut mich das sehr. Tut mir natürlich auch sehr leid, dass das letzte Seminar oder das letzte Webinar zweimal ausgefallen ist. Ja, manchmal passieren einfach Dinge im Alltag, die man nur schwer vorhersehen kann. Wir haben auch daraus gelernt und haben uns für die Zukunft vorgenommen, dass wir bei solchen Veranstaltungen immer noch mindestens einen weiteren Mitarbeiter von AlgoCamp mit einweihen. Also in der Zukunft muss keine Angst haben, dass die nächsten Webinare auch wieder ausfallen. Wenn etwas passiert, jemand krank ist oder verhindert ist, dann gibt es auf jeden Fall einen zweiten, der das Webinar durchführt. Das war so unsere kleine Lehre daraus. Genau, heute also Teil 4. Teil 3 überspringen wir und holen wir nach. Das sollte uns jetzt eigentlich nicht stören. Die Themen basieren natürlich alle schon in einer gewissen Art und Weise aufeinander, aber wir können das Webinar heute ganz gut durchführen, ohne jetzt irgendwelche Lücken zu haben. Wir kommen auch erstmal ohne den dritten Teil aus. Teil David, 4 ist, ja. Entschuldigung, dass ich störe, aber ich habe hier zwei Meldungen, dass kein Ton zu hören ist. Also ich höre dich. Vielleicht von den Teilnehmern ganz kurzes Feedback in den Chat, ob Herr David Davane auch zu hören ist. Okay, ich kriege hier die Feedbacks, dass alles klappt. Also scheint es an den zwei Teilnehmern zu liegen. Gut. Dann, ja, tut mir leid nochmal, aber wollte kurz nochmal klären. Kannst weitermachen. Ja, kein Problem. Besser so, als wenn ich die ganze Stunde für mich rede. Genau. Genau, ja, Teil 4 ist so meiner Meinung nach das interessanteste Webinar in der ganzen Reihe und das Thema ist auch ziemlich interessant und auch etwas komplex, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, dass wir das heute in der einen Stunde ganz kompakt wiedergeben. Weil ich schon allen Tradern mal so den Einblick geben möchte, wie das in Vermögensverwaltung läuft, wie es in einer Vermögensverwaltung läuft oder in großen Trading-Firmen,
wie denn überhaupt so eine Idee überhaupt entsteht. Also viele kennen es vielleicht, viele haben auch schon zum Beispiel fertige Handelssysteme gekauft oder finden im Netz vielleicht ein paar fertige Systeme oder sind selbst noch auf der Suche oder entwickeln gerade ihr eigenes Handelssystem. Genau, das möchte ich einfach so mal heute offenlegen. Das ist ganz interessant, etwas komplex und kompakt, aber das kriegen wir schon hin. Kurz zu meiner Person, damit Sie alle wissen, wer hier überhaupt der Meinung ist, Ihnen etwas erzählen zu können. Mein Name ist David Warner, ich bin aktuell 25 Jahre alt und wohne in Berlin. Bis 2015 habe ich gute 9 Jahre in einer Vermögensverwaltung gearbeitet, und zwar in einer Vermögensverwaltung, die hauptsächlich automatisiert ihr Geld verdient hat. Sprich, wir haben eigene Handelsstrategien entwickelt, eigene Handelssysteme programmiert und damit unser Geld verdient. Seitdem ich 18 bin, so eine der ersten Aktionen war, mein eigenes Konto zu eröffnen. Und dann ging so der typische Verlauf eines Traders los, ein Konto nach dem anderen geschrottet. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Heute bin ich manuell und automatisiert an den Börsen unterwegs. Und Ende 2015 oder Anfang 2016 habe ich dann AlgoCamp gegründet. Wir sind ein Unternehmen, sitzen in Berlin. Wir sind gerade ein größeres Büro gezogen, mitten in Berlin. Und wir programmieren halt vollautomatisierte Handelssysteme für uns und auch für Trader, die halt zu uns kommen und eine Idee haben. Außerdem, der eine oder andere kennt mich vielleicht noch von der BOT. Letztes Jahr war ich da zu einem Seminar. Dieses Jahr gibt es auch wieder 2 Seminare und ab und zu schreibe ich auch mal für das Traders Mag den einen oder anderen interessanten Artikel. Was erwartet uns heute eigentlich? Das ganze Webinar habe ich einfach mal in 3 grobe Teile untergliedert. Beginnt mit dem Verlauf, wo wirklich Schritt für Schritt den Verlauf durchspielen von der Idee, wirklich von der allerersten Idee, die einem irgendwie zwischendurch kommt, bis hin zum vollautomatisierten und profitablen Handelssystem. Dabei spielt es jetzt auch erstmal keine Rolle, ob MetaTrader, NinjaTrader, MetaTrader 4, 5 oder die TWS von IP. Die Schritte an sich sind alle gleich. Teil 2 ist dann das Thema Backtest, speziell die Vorteile eines Backtests und gerne auch die Nachteile eines Backtests, was das überhaupt ist, was wir daraus gewinnen. Und der dritte Punkt ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der oft nie erwähnt wird, weder in Büchern, in Zeitschriften oder in diversen anderen YouTube-Videos zu dem Thema, das ist die Nacharbeit. Sprich, ich habe ein profitables System, es funktioniert, es verdient Geld, und was mache ich dann danach? Gut, Verlauf. Ich denke mal, viele von Ihnen kennen das. Sie haben den einen oder anderen Chart auf, traden manuell und mit der Zeit, nach einer gewissen Zeit, erkennen Sie irgendwelche, ich sag mal, Muster oder Wiederholungen im Markt, wo Sie sich denken, ah, das war klar oder das kam, weil das und das passiert ist und das habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass daraus kann man noch eine Strategie basteln, weil damit kann man noch Geld verdienen, hoffentlich, nicht verlieren. Das ist so der erste Schritt, die Grundidee. Die Grundidee kann wirklich recht simpel sein. Also es kann sein, dass wir einfach nur erkennen, okay, wenn gestern Abend draußen Vollmond war, dann steigt am nächsten Tag Silber oder steigen am nächsten Tag generell die Rohstoffe. Das wäre so eine erste Grundidee. Dabei spielt es erstmal keine Rolle, wie die Stops nachgezogen werden, wo der Take-Profit liegt, wie viel Volumen wir handeln müssen und, sondern es geht wirklich nur um die Grundidee. Das ist immer so der erste Baustein von jeder Strategie. Egal, wie komplex sie später aussieht, an irgendeinem Punkt haben wir die Idee. Und ich bin mir sicher, jeder von Ihnen hat schon mindestens 2, 3 Ideen mal gehabt, vielleicht auch notiert. Aber das ist der Baustein Nummer 1. Was machen wir mit der Idee? Wenn wir ganz mutig sind, dann fangen wir eigentlich sofort an, die Idee zu handeln. Sprich, wir haben 2, 3 Tage gesehen oder 2, 3 Monate lang gesehen, in Vollmondphasen, da steigt das Silber und das Gold am nächsten Tag, das handle ich jetzt einfach immer mal. So, wenn wir Glück haben, funktioniert das. In der Regel, würde ich jetzt so behaupten, geht es früher oder später schief. Nicht, weil die Strategie schlecht ist, sondern weil wir einfach zu schnell die Strategie umsetzen oder wir sie zu schnell handeln,
ohne wirklich zu wissen, was uns eigentlich erwartet. Und dieses, was wir eigentlich erwartet, darauf kommen wir später nochmal zurück, wenn wir beim Thema Backtest sind. Aber der ideale Punkt, der nächste richtige Schritt ist eigentlich der optische Backtest, so nenne ich ihn gerne. Und zwar, wenn wir also einen Ansatz gefunden haben, dann sollten wir uns eigentlich den Chart oder die Assets, die wir handeln möchten, sei es Währung, Aktien oder Futures, einfach mal einen Chart durchscrollen nach hinten. Wenn wir jetzt bei Beispiel bleiben mit den Mondphasen, dann suchen wir uns einfach irgendwo bei Google einen Kalender raus, wo wir sehen, wann die Mondphasen waren. Dann machen wir den Chart auf und zeichnen einfach überall mal ein, wo Vollmond war. Und gucken dann am nächsten Tag, wie ist der Kurs dann verlaufen. Das geht relativ simpel. Es ist natürlich etwas Kleinarbeit. Wir müssen Daten raussuchen, nachgucken, den Chart durchscrollen. Aber es ist die effektivste Methode, um erstmal ohne großen Aufwand, auch ohne um zu programmieren, wir müssen hier keine Programmierkenntnisse haben, aber es ist die schnellste Möglichkeit, um erstmal grob zu testen, ob es überhaupt was bringt. Wenn wir also beispielsweise 2 Jahre im Chart jetzt durchgescrollt sind, Tageskernnetz würde in dem Beispiel reichen, und wir schreiben uns einfach nur kurz in Excel oder auf Papier auf, wie die Tage verlaufen wären, wenn wir es so gehandelt hätten, dann haben wir schon mal ein erstes Anzeichen dafür, wie profitabel die Strategie ist. Wenn wir also jetzt sehen, 2 Jahre lang habe ich das jetzt auf dem Papier gehandelt, aber irgendwie waren 95% nur Verluste, dann kann man natürlich sagen, okay, die Idee an sich war recht simpel, ich habe sie jetzt durchgetestet, da könnte ich jetzt noch so viel mit einem Stop oder Take Profit rumspielen, es würde die Strategie nicht profitabel machen. Jetzt sind wir also hier mit der Idee in dem Moment am Ende angekommen. Wenn wir das Gegenteil haben, wenn wir also sehen, okay, das sieht gar nicht so schlecht aus, wir haben vielleicht eine Trefferquote von 60-70%, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben ganz simpel und ganz billig in dem Moment die Strategie getestet. Wir haben noch keinen Take Profit, kein Stop Loss, kein Stop Nachziehen, noch gar nichts drumherum gebaut. Genau, das wäre der Schritt 2. Der nächste Schritt wäre dann das manuelle Handeln oder das manuelle Nachtraden, idealerweise auf einem Demokonto. Wenn wir jetzt die letzten 2 Jahre gebacktestet haben optisch und wir wissen etwa, es funktioniert, dann könnten wir jetzt für die Zukunft uns ein bisschen näher damit beschäftigen und wir notieren uns einfach die nächsten Vollmondphasen und handeln das nach. Welchen Sinn hat das Ganze? Wir bekommen natürlich nochmal ein besseres Gefühl dafür, wenn wir es live handeln. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Echtgeldkonto oder ein Demokonto, aber wir kriegen das Gefühl dafür, wie die Position verläuft. Läuft sie sofort ins Gewinnen oder haben wir irgendwelche Sachen übersehen? Sind die Ausführungen nachts nicht so ideal? Das ist so der nächste Schritt, der in Richtung optischen Backtest geht, aber das Ganze halt in einem Modus, wo wir uns selbst nicht betrügen können, weil wir halt auf dem Depotkonto die Trades wirklich absetzen und einfach mal nachspielen und so tun, als ob wir diese Strategie mit Echtgeld handeln. Das war so der erste Verlauf, um erstmal so einigermaßen die Strategie ganz, ganz grob definiert zu haben und um zu sagen, ja, daraus kann man was machen oder nee, das bringt überhaupt nichts, ich verwerfe die Idee. Wenn wir in einer glücklichen Position sind und sagen, okay, das war doch ganz profitabel, dann müssen wir uns jetzt an die Definition und an die Umsetzung der Strategie machen. Was heißt das genau? Viele, das sehe ich auch so in unserem Alltagsgeschäft, wenn Trader zu uns kommen mit ihrer Strategie und sagen, ich trade das schon so profitabel und ich möchte das jetzt automatisiert haben, dann ist ein großes Problem, dass sie die Strategie nicht genau definieren können. Das ist immer ein ganz interessanter Punkt, auch die Trader dabei zu beobachten. Ein automatisiertes Handelssystem kann nur das umsetzen und nur das machen, was man ihm ganz klar gesagt hat und ganz klar definiert hat. Wir müssen also die Handelslogik so eng definieren, dass kein Spielraum besteht. Und dass, wenn man diese Strategie oder diese Definition einem Dritten geben würde, dass diese Person die Strategie ganz genau so nachhandelt, wie wir sie auch handeln würden.
Da entdecken viele in dem Moment, dass sie dann doch immer einen gewissen Faktor Bauchgefühl mit drin haben. Wenn sie zum Beispiel sagen, ja, ich möchte gerne einen Expert-Advisor, der long geht, wenn das, das, das und das. Und wenn der MACD steigt zum Beispiel. Dann geht es halt darum, was heißt MACD steigt? Klar, wenn wir auf den Chart gucken, dann kann ich sofort sagen, der und der Indikator steigt, der und der fällt. Allerdings müssen wir das dem Programm ganz genau definieren. Was heißt steigen? Steigen würde halt heißen, wenn ein MACD größer Wert X ist. Das ist etwas, wo einfach kein Spielraum besteht. Das automatische Handelssystem weiß genau, was es machen soll. So wie in dem Beispiel, die dritte Person würde auch sofort wissen, was sie machen muss. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, extrem interessant. Passiert uns genauso, wenn wir irgendwelche Strategien in der Entwicklung haben, dass wir sie nicht genau definieren können. Aber es ist eine sehr schöne Selbstkontrolle, um einfach auch so sein Trading etwas in Frage zu stellen. Also gut, es mag sein, dass jemand 6 Monate oder die letzten 6 Monate Geld verdient hat, aber vielleicht, weil eine große Rolle das Bauchgefühl dabei gespielt hat. Gut, Definition ist soweit fertig. Wir haben alles festgenau geschrieben. Es gibt keinen Spielraum bei den Einstiegen und Ausstiegen. Jetzt müssen wir noch weitere Regeln aufstellen. Was sind das für Regeln? Klassisch natürlich, wie sieht der Stop-Loss aus? Wo ist der Take-Profit? Gibt es einen Trailing-Stop-Loss? Möchte ich den Stop auf Break-Even ziehen? Möchte ich Position über Nacht halten, über das Wochenende halten? Was möchte ich überhaupt handeln? Wie viel Euro oder Prozent bin ich bereit, pro Trade zu riskieren? Das ist so die zweite Phase der Definition. Wenn wir das soweit alles haben, dann wäre zum Beispiel bei uns, bei AlgoCamp, so die Auftragsdefinition abgeschlossen. Wir würden also den Auftrag soweit nochmal prüfen, ob alles wirklich fest definiert ist, und die Sachen würden dann an unsere Programmierer gehen. Jetzt kommt das spannende Thema an sich, das Programmieren an sich, beziehungsweise das Programmieren lassen. Wir müssen jetzt also das Handelssystem, die Handelslogik, die wir aufgeschrieben haben, haargenau umsetzen. Also das Handelssystem soll genau so agieren, wie wir es definiert haben. Die Programmierung an sich ist auf jeden Fall nicht ohne. Das ist auch so ein Ziel von uns, dass wir halt diese komplexen Themen, sprich das Trading und die Programmierung an sich, verbinden möchten. Also so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir die zwei Themen verbinden. Aber in dem Punkt kommen wir halt hier nicht drum herum. Entweder programmieren wir das selbst oder wir lassen das programmieren. Dieser Schritt, das System umzusetzen, ist natürlich ganz klar zeitaufwendig. Die Entwicklung an sich oder wenn wir uns reinarbeiten in die Programmierung, das benötigt alles Zeit. Ebenso tauchen hier auch zahlreiche Fehler auf. Das ist ganz normal in dem Softwarebereich. Für die Leute, die gar keine Ahnung haben, wie das überhaupt funktioniert oder die auch gar nicht so das Interesse daran haben, mag das vielleicht so ein Buch mit 7 Siegeln sein, was es überhaupt ist und wo da überhaupt die Probleme sind. Ist ganz interessant, das Thema an sich, aber wie gesagt, entweder programmieren wir es selbst oder wir lassen es programmieren. Das macht hier keinen Unterschied. Es muss einfach programmiert werden. So. Leider sind wir dann noch nicht am Ende angekommen, auch wenn es programmiert ist. Dann beginnt die ziemlich interessante Testphase. Das Programm an sich ist fertig, was aber noch nicht bedeutet, dass wir jetzt loslegen können, unser Geld, unser Konto kapitalisieren können und reich werden. Der nächste große Schritt, der nicht zu unterschätzen ist, ist der funktionale Test. Das bedeutet, es ist uns im ersten Schritt egal, ob das System Geld verdient oder Geld verliert. Wichtig ist ja, dass wir das System auf Genauigkeit testen. Wir würden also ein Demokonto erstellen, das Handelssystem darauf anwenden und würden es ganz genau beobachten. Jede Aktivität würden wir überprüfen, sind die Einstiege korrekt, würden uns zum Beispiel die Indikatoren einzeichnen und prüfen, war der Einstieg hier berechtigt oder hätte er hier einsteigen müssen, aber hat es nicht gemacht und wieso? Dieser funktionale Test ist ziemlich zeitaufwendig, aber auch extrem wichtig.
Was bringt es mir? Es kann natürlich sein, ich habe eine Handelsstrategie, die ist hundertprozentig profitabel, weil ich sie woher auch immer habe. Aber wenn das System die nicht genau umsetzt, dann bringt uns das ganze System nicht. Dann haben wir die Illusion, dass wir damit automatisiert Geld verdienen. Aber wenn die Strategie was ganz anderes macht, als wir eigentlich haben wollten, dann bringt uns das einfach nichts. Deswegen darf der funktionale Test ganz und gar nicht unterschätzt werden. Ja, wenn der funktionale Test soweit durch ist, dann beginnt der Backtest. Backtest ist, denke ich mal, haben viele vielleicht schon mal gehört, viele vielleicht auch schon mal einen durchgeführt im MetaTrader. Da geht es ja auch recht simpel, wenn das Handelssystem schon programmiert ist. Was ist überhaupt ein Backtest? Mit einem Backtest testen wir unser Handelssystem mit vergangenen Daten. Sprich, wir möchten zum Beispiel unser Gold-, Silber-, Mondsystem auf die letzten 10 Jahre testen. Dann würden wir uns in dem Beispiel, wenn wir jetzt beim MetaTrader-Beispiel bleiben, alle historischen Daten aus dem MetaTrader herunterladen, zum Beispiel die Tagescandles, weil die uns in dem Fall reichen würden. Und würden diese historischen Candles von 2006 an zum Beispiel bis heute dem Handelssystem unterschieben, und zwar nach und nach. Den 1.1.2006, den 2.1.2006 bis heute durchgehend. Und das Handelssystem in dem Backtest spielt quasi, agiert genauso, wie wenn es live handeln würde, nur spielt es die Daten schneller durch. Und zwar handelt es genauso wie auch im Live-Betrieb. Eine Candle kommt rein, die nächste Candle kommt rein, dann gibt es das Event, dass heute Vollmond ist, dann weiß das System, okay, bei der nächsten Candle ist ein neuer Tag, da fange ich an zu traden. Also dieser Backtest simuliert unsere Handelsstrategie auf die letzten 10 Jahre oder noch länger oder kürzer, dabei spielt es auch keine Rolle, welcher Zeitfenster, ob Tagescandles, Minutencandles oder einzelne Ticks. Aber wir haben hier die Möglichkeit, mit dem Backtest sofort oder innerhalb weniger Minuten zu erkennen, ob unsere Strategie wirklich profitabel ist. Wenn wir ein, zwei Folien zurückgehen und uns erinnern, dann haben wir bisher die Strategie nur optisch getestet, haben also geprüft, wie wäre es so, wenn ich die letzten 2 Jahre erst gehandelt hätte, und haben auch ein paar Tage, Wochen oder Monate die Strategie auf einem Demokonto live nachgehandelt. An sich heißt es natürlich noch nichts. Es kann natürlich sein, dass wir Glück hatten, dass die letzten 2 Jahre einfach extrem gut waren für die Strategie und davor wir jedes Jahr 80% vom Kapital verbrannt haben. Das würden wir in dem Backtest sofort sehen. Wir würden ihn starten, ein paar Minuten würde es laufen und dann hätten wir sofort die Kapitalkurve. Das ist so der Blick, auf dem man sehr lange warten muss, auf jeden Fall. Wenn wir uns zurück erinnern, die ganzen Schritte, wie wir durchgegangen sind, vergeht hier auf jeden Fall eine Menge Zeit und auch eine Menge Arbeit. Aber das ist der Punkt, wo wir auf jeden Fall die sichere Gewissheit haben, ob etwas profitabel ist oder nicht. Das ist Schritt 1, so Erkenntnis Nummer 1, sage ich mal. Und das nächste große Interessante ist natürlich, das Risikoprofil von dem System im Backtest zu erkennen. Es mag natürlich sein, dass die Strategie von 2006 an bis heute profitabel ist oder war, aber wir wissen noch nicht, was wir für, ich sag mal, Schmerzen in dem Zeitraum erleiden hätten oder erleiden werden, wenn wir es umsetzen. Es kann natürlich sein, dass das System jedes Jahr im Durchschnitt 20% macht. Das ist prinzipiell nicht schlecht, aber wenn das System maximal temporär im Drawdown 80% vom Konto verloren hat, und das vielleicht alle 2, 3 Monate, dann stellt man sich natürlich die Frage, passt das? Passt das, wenn ich 80% von meinem Konto riskiere, um jedes Jahr 20% zu verdienen? Oder anders die Frage gestellt, würde ich die Beine stillhalten, wenn 80% von meinem Konto temporär weg wären? Wahrscheinlich nicht. Es ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Und das ist schon mal eine Frage, die man sich jetzt beantworten sollte. Denn wir haben jetzt vielleicht einen Performance-Verlauf von 2006 bis heute, der steil nach oben geht.
mit einem kleinen Einreißer zwischendurch, diese Drawdowns von 80%. Nur bringt uns das leider live höchstwahrscheinlich nichts, weil spätestens in dem Moment unsere Psyche, unsere mentale Stärke ziemlich angeknabbert wird. In dem Backtest sitzen wir ein, zwei Minuten davor, es läuft durch, dann sehen wir kurz mal 80% sind vom Konto weg und zwei Sekunden danach sind die 80% wieder drauf. Wenn man das allerdings live traden würde, ich denke mal, das kennen leider einige von Ihnen, ist das etwas ganz anderes. Das war die zweite Berufserkenntnis. Also Erkenntnis Nummer 1, ist das System überhaupt profitabel? Erkenntnis Nummer 2, wie sieht das Risikoprofil überhaupt aus? Idealerweise sollte ich natürlich die Rendite auch zu dem Drawdown passen. Also wenn ich ein System habe, was jedes Jahr 200% macht, dann sind 80% Drawdown was anderes, als wenn ich jedes Jahr nur 10% mache und einen Drawdown von 80% habe. Es kann immer mal etwas passieren. Die Werte aus dem Backtest, die sind natürlich gar keine Garantie für die Zukunft. Das heißt nicht, wenn ich die letzten 10 Jahre jedes Jahr 20% verdient habe, dass es auch in der Zukunft so sein wird, sondern es gibt uns einfach nur eine Indikation dafür, was uns erwarten kann. Wir haben in den letzten 10 Jahren auch größere Ereignisse gehabt, die den Markt bewegt haben und können dann auch sehen, wie das Handelssystem in solchen Situationen agiert. Also was passiert, wenn plötzlich ein ähnliches Ereignis wie die Geschichte mit dem Schweizer Notenbank und dem Mindestkurs passiert? Wie agiert dann das System? Wie agiert das System, wenn irgendwas Großes, Schlimmes auf der Welt passiert? Das sehen wir alles damit. Aber es muss uns auf jeden Fall klar sein, dass das keine Garantie für die Zukunft ist. Wenn wir dieses Risikoprofil haben, ist es natürlich klar, dass wir in der Zukunft, dass sich das von heute auf morgen nicht ändern wird. Es ist unwahrscheinlich, nicht ausgeschlossen. Aber wenn wir in der Vergangenheit jedes Jahr einen Drawdown maximal von 20% haben, ist es unwahrscheinlicher, dass wir plötzlich von heute auf morgen 80% im Drawdown sind. Wie gesagt, keine Garantie, aber eine ziemlich gute Indikation und die einzige Indikation, die wir für die Zukunft haben. Ja, wenn der Backtest soweit gut aussieht, wir sagen können, das könnten wir live handeln, wir können das aushalten, wir haben das Kapital dazu, es entspricht unseren Erwartungen, 20% im Jahr reichen uns, okay. Dann kommen wir zu der Erkenntnis Nummer 3, das spielt auch mit dem nächsten Punkt zusammen, und zwar Optimierung des Systems. Wir können, im MetaTrader geht es auch recht einfach, wir können historisch die ganzen Trades, die das System im Backtest gemacht hat, können wir auch im Chart uns anzeigen lassen. Wir können also nach dem Backtest im Chart nach hinten zurückscrollen in die Vergangenheit und würden ganz genau sehen, wo ist was passiert. Wo ist das System long gegangen, wo ist es short gegangen, wo ist es ausgestiegen, wo hat es den Stopp nachgezogen, wie sah der Markt an sich aus. Was bringt uns das Ganze? Wir können uns halt Extremsituationen angucken, wir können uns die Phasen des Drawdowns angucken und wir können uns überlegen, wie wir das ganze System optimieren können. Wenn wir also zum Beispiel sehen, dass die Mehrzahl der Verluste immer nach einem Wochenende auftreten, sprich Freitag war Vollmond und wir handeln dann Montag die Phase und alleine einen ziemlichen Verlust, dann könnte man zum Beispiel in diesem Schritt sagen, okay, nach einem Wochenende handle ich nicht, ich baue das ein, ich gehe also ein paar Schritte zurück in die Programmierung, programmiere diese Änderung ein, führe den funktionalen Test durch und gehe dann wieder in den Backtest. Ich führe den Backtest erneut aus und würde dann sehen, ob es etwas bringt. Idealerweise steigert sich das Gesamtsystem, also wir sollten hier nicht immer auf die absolute Rendite gucken, sondern das Gesamtsystem muss passen, die Rendite muss zum Drawdown passen. Und eventuellerweise haben wir hier eine Optimierung des Systems. Kann aber natürlich auch sein, dass es nur eine kurze Wahrnehmung war von uns. Vielleicht haben wir uns nur 3-4 Stellen angeguckt, aber die anderen 20-30 Wochenende, die waren profitabel von den Trades danach. Weiß man im Vorfeld nicht, aber dafür gibt es diese Backtests. Wenn wir mit der Optimierung abgeschlossen sind,
dann kommt das allerspannendste Thema und dann werden wir hoffentlich für unsere Arbeit belohnt. Das ist das Live-Trading. Wenn wir also wissen, Strategie ist profitabel, das automatisierte Handelssystem funktioniert so, wie wir wollen, das Backtest-Ergebnis passt, Risikoprofil passt, wir haben es optimiert, dann können wir es auch auf einem Live-Konto anwenden. Und hier ist es dann interessant zu sehen, wie groß die Abweichungen sind. Wir bei AlgoCamp haben zum Beispiel intern recht strenge Richtlinien, was die Handelssystementwicklung angeht. Wir sagen zum Beispiel, ein Handelssystem, was wir entwickeln, muss live genauso agieren wie im Backtest. Wie prüfen wir das? Wir würden eine Woche zum Beispiel im Live-Trading unser Handelssystem starten. Es würde die Woche durchhandeln und im Nachhinein würden wir diese Woche oder einen längeren Zeitraum nochmal backtesten. Dann haben wir zwei Ergebnisse. Wir haben einmal die Live-Trades, die wirklich auf einem Live-Konto waren, und wir haben die Backtest-Ergebnisse. Theoretisch würde jetzt jeder sagen, ja, muss es genauso verlaufen sein. Also das Backtest-Ergebnis muss 1:1 so sein wie das Live-Trading-Ergebnis. Es ist oft nicht so, also wenn bei der Programmierung oder beim Backtest nicht sauber gearbeitet wird, dann ist es nicht so. Da muss ich aber auch ganz klar sagen, was bringt einem dann der Backtest? Wenn also ein Backtest schön ist und der Backtest uns 90% Rendite im Jahr verspricht, beim Drawdown von 0,5%, ist das schön, aber wenn wir im Live-Trading ganz andere Ergebnisse haben, dann können wir das System in dem Moment eigentlich in die Tonne treten. Deswegen ist das so der letzte Punkt, der uns auch enorm wichtig ist. Live-Trading muss haargenau so sein wie der Backtest. Mit haargenau meine ich natürlich nicht, dass die Ausführungen von ein, zwei Pips unterschiedlich sind. Das muss oder sollte ein System schon abkönnen. Denn im Live-Trading gibt es halt immer Ereignisse, die man im Backtest nicht simulieren kann. Sprich, der Computer fällt aus oder die Order wird schlechter ausgeführt, weil der Markt gerade extrem volatil ist. Das sind so Sachen, da sind die Abweichungen in Ordnung. Also wir müssen nicht, das sind einfach normale Sachen, die man nicht simulieren kann. Was allerdings stimmen muss, sind die Einstiege. Die Einstiege, die Ausstiege, die Zeitpunkte. Wenn also das Backtest-System um 10.04 Uhr long geht, dann sollte auch im Live-Trading das System um 10.04 Uhr long gehen und nicht erst um 10.35 Uhr. Wenn das so ist, dann haben wir eigentlich ein ziemlich starkes System. Wir wissen also, die Vergangenheit war profitabel, Live-Trading funktioniert und dann können wir das System auch umsetzen und starten und hoffentlich auch Geld verdienen. Kommen wir nochmal zurück zum Punkt Backtest, Vorteile und Nachteile Backtest. Da können wir auch gerne nochmal auf den Punkt Nachteile eingehen, weil der auch nicht zu vernachlässigen ist. Ja, klar ist auf jeden Fall, mit wenig Aufwand, eher in Klammern, mit wenig Aufwand können wir testen, ob eine Strategie profitabel ist. Natürlich muss jede Strategie erstmal umgesetzt werden in ein automatisches Handelssystem. Der optische Backtest benötigt das natürlich nicht, aber es gibt leider keine andere Möglichkeit, um eine Strategie sauber und genau backzutesten. Zweiter großer Vorteil ist auf jeden Fall die Umsetzung der definierten Regeln. Wenn wir also eine Strategie haben, wir bleiben einfach mal bei dem schönen Beispiel mit den Mondphasen, haben das jetzt auf Gold und Silber getestet, dann kommen wir früher oder später auf die Idee, vielleicht funktioniert das auch mit anderen Währungen, mit anderen Rohstoffen oder vielleicht auch Indizes. Dann können wir das innerhalb mit 2, 3 Klicks auch auf andere Assets durchtesten und probieren. Wir müssen nicht neu programmieren. Wir müssen kein neues Backtest-System aufsetzen, sondern wir können es mit ultra wenig Aufwand durchtesten. Wir können auch sagen, Tagescandles reicht mir nicht. Vielleicht ist das System auch mit 4-Stunden-Candles, mit 10-Minuten-Candle profitabel. Das können wir alles mit dem Backtest durchführen. Mit dem optischen Backtest hätten wir einen extrem großen Aufwand. Risikoprofil hatte ich eben schon erwähnt. Besonders interessant ist das Verhalten in Extremsituationen, leider auch nur mit dem Backtest möglich durchzuprobieren oder durchzutesten. Der vierte Punkt ist
Ja, wenn wir eine Strategie haben, können wir sie natürlich auch weitergeben. Wir können sie verkaufen, wir können sie vermieten, wir können sie an Freunde weitergeben. Aber viele möchten halt einfach nicht die Strategie offenlegen, weil sie halt hart daran gearbeitet haben, sie haben viel Zeit investiert und möchten nicht, dass die Strategie früher oder später irgendwo im Netz landet. Was haben wir hier so also für eine Möglichkeit? Durch den Backtest können wir der anderen Person, der anderen Firma oder wem auch immer recht einfach zeigen, was er hier kaufen möchte oder was er von uns bekommt. Mit dem Backtest haben wir ziemlich viele Parameter, um der Person zu zeigen, was sie kauft, was sie erwartet und was nicht, ohne die Strategie offenzulegen in dem Moment. Der letzte ziemlich große Vorteil ist auch das Kopieren auf mehreren Konten. Wenn wir also manuell handeln, dann kommen wir irgendwann an unsere, ja, ich sag mal, Kapazitätsgrenzen. Wir können vielleicht zwei, drei Konten manuell handeln, aber irgendwann leidet die Qualität. Wenn zum Beispiel Extremsituationen im Markt auftauchen, dann können wir schlecht 20 Konten zur gleichen Zeit handeln. Natürlich gibt es da die ein oder anderen Programme auch schon fertig, die das auf mehrere Konten spiegelt. Aber wenn wir zum Beispiel keinen Zugriff auf die fremden Konten haben, weil wir zum Beispiel keine Erlaubnis haben, um Geld fremder Personen zu verwalten, dann könnte man hier natürlich das Handelssystem einfach auf das Konto anwenden. Es ist also egal, ob wir ein Konto handeln oder ob wir 485 Konten handeln. Jedes Konto wird dann gesteuert von diesem Handelssystem und jedes Konto wird haargenau gleich gehandelt. Ah, nicht zu vergessen, ich möchte natürlich nicht nur die Vorteile zeigen, sondern auch natürlich noch die Nachteile eines Backtests. Der große, große, große Nachteil ist einfach die, wie soll ich sagen, die Gefühlslage, die wir nicht erleben beim Backtest. Ein Backtest ist wirklich innerhalb von Sekunden oder Minuten durchgeführt. Und wenn wir innerhalb von Sekunden oder Minuten halt den Drawdown haben von 80% und in 10 Sekunden danach haben wir einen Gewinn von 200%, dann schmerzt es uns nicht. Wenn wir uns das vorstellen, es wäre im Live-Betrieb so, wir würden wochenlang vorm MetaTrader sitzen und sehen, wie unser Konto Stückchen für Stückchen aufgefressen wird, dann ist es was komplett anderes. Ganz, ganz anderes. Leider ist es vielen so nicht bewusst, aber das ist ein wichtiger Punkt, den kann man nicht backtesten. Deswegen sollte man immer ganz genau auf das Risikoprofil achten und sich selbst die Frage beantworten, könnte ich das aushalten oder könnte ich das nicht aushalten? Zweiter größter Vorteil eines Backtests ist natürlich die Datenqualität oder die Qualität an sich eines Backtests. Wenn das System oder der Backtest nicht sauber entwickelt wurde, dann verarbeitet es die Daten oder die historischen Daten nur schlecht. Sprich, wenn ein System zum Beispiel nur auf den Close-Kurs guckt, aber nicht auf den Tiefskurs einer Candle, dann kann es natürlich sein, dass im Backtest oder innerhalb einer Candle zum Beispiel ein Stop-Loss nicht gerissen wird. Weil wir stellen uns die Candle vor, die läuft extrem nach unten. Kurz bevor die Candle zu Ende ist, läuft sie wieder nach oben, schließt überhalb des Stop-Loss von uns und führt diesen Stop nicht aus. Würden wir das System live testen, wäre der Stop sofort geflogen in dem Moment, wo der Kurs dort ist. Deswegen, Backtests sind zum Teil schnell gemacht. Saubere Backtests sind allerdings ziemlich zeitaufwendig. Ja, der letzte Punkt ist die Nacharbeit. An sich noch kein großer Grund zur Freude, dass wir jetzt ein profitables Handelssystem haben. Vielleicht im ersten Moment schon. Allerdings ist kein Handelssystem für die Ewigkeit gültig oder ein Leben lang profitabel, egal wie gut es ist. Das längste Handelssystem, was ich bisher begleitet habe, das waren circa 7,5 bis 8 Jahre, was profitabel lief, bis es dann nicht mehr profitabel war. Das ist eine ziemlich lange Zeit dafür, dass an dem System keine Nacharbeit durchgeführt wurde. Sprich, es wurde einmal entwickelt und lief dann 7,5 bis 8 Jahre durchgehend profitabel. Das ist nicht der Durchschnitt. In der Regel muss man schon früher an dem System arbeiten.
Allerdings muss uns das einfach mal bewusst sein. Wir haben uns jetzt unser Mondphasensystem. Wir wissen, wir haben es optimiert. Es macht jetzt jedes Jahr 20% und der maximale Drawdown lag in den letzten 10 Jahren bei auch 20%. Das System handelt ein, zwei, drei Jahre und plötzlich gibt es eine neue Situation, die den Backtest sozusagen beschreibt. Wir haben also einen Drawdown von 35%. Was machen wir jetzt? Wir können natürlich sagen, wir lassen das einfach laufen. Es ist eine neue Extremsituation, kommt vor. Wir könnten allerdings auch sagen, der Backtest ist jetzt nicht mehr gültig. Wir verringern das Volumen oder machen das System aus und prüfen das System. Dann beginnt jetzt die Nacharbeit. Wir schauen also, wieso gab es jetzt einen größeren Verlust? Hat der Markt sich geändert? Hat das Handelssystem Fehler gemacht? Gibt es Optimierungsmöglichkeiten? Es ist nicht schwer. Also ich werde auch immer oft gefragt, was mache ich, wenn ich an dem Punkt angekommen bin? Auf jeden Fall nicht stur weiterhandeln. Das bedeutet jetzt auch nicht, wenn ich 1% mehr Drawdown habe als in der Vergangenheit, dass ich sofort das System ausmache. Aber wir müssen auf jeden Fall in die Nacharbeit gehen. Wir müssen also quasi den Backtest von Schritt Backtest an nochmals das System neu durchlaufen. Wir schauen also, wir haben jetzt eine neue Situation. Wie kann ich die Situation oder wie hätte ich die Situation jetzt besser verarbeitet? Hätte ich weitere Filter eingebaut, wäre es dann besser gelaufen? Oder muss ich andere Funktionen einbauen, weil der Markt einfach extrem ist, weil jetzt ein Land nach dem anderen aus der EU austritt? Solche Sachen können halt auftreten und solche Sachen müssen geprüft werden, müssen überprüft werden und man muss auch in dem Moment auf jeden Fall agieren. Das ist der eine Fall. Der andere Fall kann natürlich auch sein, dass es einfach Updates gibt. Es kann sein, dass der MetaTrader 4 von heute auf morgen ein Performance-Update gibt oder ein Update herausbringt, was uns neue Möglichkeiten bietet, zum Beispiel das schnellere Ordern, das effektivere Ordern oder es gibt neue Indikatoren oder es gab Fehler, die sie behoben haben. In der Regel ist der MetaTrader an sich schon ziemlich stabil. Also gibt's, ich habe es in den letzten Jahren nicht erlebt, dass irgendwelche Updates herauskommen, die dafür gesorgt haben, dass ein System nicht mehr läuft. Aber man möchte ja auch mit der Zeit gehen, bevor man mit der Zeit geht. Und deswegen kommen immer mal wieder interessante Updates heraus, wo man sich fragen sollte, soll ich den Performance-Update mitmachen? Sollte ich mein Handelssystem nochmal anfassen und überarbeiten? Das ist einfach ein laufender Prozess. Ein laufender Prozess, der nie endet. Für einen kleinen, ich sag mal, kleinen Home-Trader ist es ziemlich viel Aufwand. Wir bei Algocam zum Beispiel, wir hatten das auch in der Vermögensverwaltung damals, wir haben einfach Systeme, die das für uns übernehmen. Wir haben so große Überwachungssysteme, die diese Systeme live prüfen und auch mal mit dem Backtest überprüfen. Also nach jedem Trade wird quasi der Backtest nochmal neu durchgeführt und geguckt, sind wir im Rahmen, ist es alles okay, gibt es eine Extremsituation, muss ich den Handel automatisiert stoppen, muss ich einen Trader oder Programmierer informieren und so weiter und so weiter. Ja, ich gucke mal kurz auf meine Agenda. Von den Folien sind wir sogar durch. Genau, mit den Themen bin ich auch durch. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt keine Angst gemacht, was das Thema angeht. Aber ich möchte hier bei dieser Sache auf jeden Fall keinem die Hoffnung machen, dass automatisierte Handelssysteme einfach sind oder dass man mit denen von heute auf morgen reich wird. Es ist möglich, mit automatisierten Handelssystemen Geld zu verdienen. Allerdings möchte ich auch ganz klar sagen, dass dahinter ziemlich viel und ziemlich harte Arbeit aufsteckt. Ja. Gut. Ja, ich denke mal, jetzt wäre die Zeit, dann die Fragen zu stellen. Ansonsten wäre es vielleicht schön, wenn du dann auch dann den fertigen EA nach der ganzen Prozedur vielleicht auch mal in der Praxis kurz zeigst. Mal ein Beispiel, eventuell hast du mal was. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee, um etwas von der Theorie wegzukommen. Einen Moment.
So, ich verbinde mich mal kurz mit einem Server von uns. Geht gleich los. Und Sie haben natürlich die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen, ne, in der Zeit. Genau. Ich mache einfach mal hier den Meta-Trader auf. Das ist der Meta-Trader von FX Flat. So, jetzt wird es etwas besser. Der Meta-Trader 4, den kennen wir soweit. Und hier oben gibt es die Option Strategietester. Und dann öffnet sich hier unten halt die, ich sag mal, die Backtest-Option. Hier oben können wir auswählen, was für ein System wir nutzen möchten. Ich nehme einfach mal das System von uns, das ist der FX Flat, der FX Launch. Wir können halt sagen, ich möchte ihn auf den Euro-Dollar anwenden. Was für Zeitfenster soll getestet werden? Bei den Mondphasenbeispiel sind wir bei Tagescandles geblieben. Ich wende es jetzt auf eine Stunde an. Und ich sage, den Backtest soll er von 1. Mai an bis heute anwenden. Hier unten ist die vorhin erwähnte visuelle Modusfunktion. Da können wir also im Chart gleich live verfolgen, wie das System gehandelt hätte. Das war's von den Einstellungen. Ich starte jetzt kurz den Backtest. Er lädt sich kurz die Daten runter, verarbeitet sie und gleich sehen wir auch im Chart. So. Jetzt sehen wir auch schon im Chart die Vergangenheit. Wir sind also hier am 31. Mai und sehen, wie der Markt von damals jetzt schnell abgespielt wird. Wir haben hier unten auch noch einen Regler. Da können wir die Geschwindigkeit anheben. Dauert kurz einen Moment. So. Jetzt mal ganz schnell gemacht, sehen wir also, wie das System historisch die ganzen Daten verarbeitet. Wir sehen also hier die Linien, die kennen Sie ja auch aus dem manuellen Trading, wenn irgendwo eine Order platziert wird zum Kaufen, Verkaufen, wo wurde eine Order gelöscht, hier war ein Einstieg, da oben ein Aufstieg, hier sind wir Short gegangen, hier der Exit. Damit können wir einfach extrem gut arbeiten. Wir sehen auch, wo Defizite sind, wo die Stärken des Systems sind. Das System also abgeschlossen sind. Ich stoppe das mal kurz. Dann haben wir zum einen Ergebnisse. Hier sehen wir also jede Aktion, jede Order, jede Änderung, der Stop-Loss, jeder Trade, jede Eröffnung, den Kontostand. Haben auch noch ein Diagramm. Wir sehen also hier nach 7 Trades waren wir jetzt hier 260 Euro im Gewinn. Haben dann noch einen Bericht, wo wir die ganzen Auswertungen haben, den maximalen Drawdown. Sind wir jetzt hier 0,95%. Wir sehen, wie viel Anzahl Trades wir hatten und. Also ist das erwähnte Risikoprofil, was wir halt hier sehen. Und das können wir mit jedem System durchführen. Wir können auch Indikatoren backtesten und automatisierte Handelssysteme. Genau. Hier ist eine Frage, wann man erkennt, dass eine Strategie nicht mehr funktioniert. Also ich denke mal statistisch gesehen oder weil natürlich an dem Ergebnis vorrangig, aber eventuell dann irgendwelche Parameter, hast du da Erfahrung? Genau, also für uns ist so das wichtigste Kriterium wirklich immer der maximale Drawdown und die Anzahl der Trades. Wir wissen also aus dem Backtest, die letzten 10 Jahre haben wir einen Drawdown von 20%. Wir wissen, durchschnittlich handelt er 0,8 Mal am Tag. Dann sind das so unsere ersten zwei Anzeichen, die wir in der Zukunft prüfen. Wenn wir also im nächsten Monat innerhalb von 2, 3 Tagen den Drawdown überschritten haben und wir jetzt bei 30% sind oder wir merken, das System handelt auf einmal überdurchschnittlich, es handelt jeden Tag 3 Trades, dann ist es für uns das erste Anzeichen, wo wir sagen, das geht so nicht weiter. Das heißt nicht, dass wir die Strategie wegwerfen, sondern in dem Moment geht es halt in die erwähnte Nacharbeit. Leider gibt es da keine feste Definition. Das wäre zu schön. Okay. Ja, soweit erstmal keine weiteren Fragen. Also Sie haben natürlich jetzt noch die Gelegenheit, die Fragen zu stellen. Da war noch eine Frage bezüglich FX Lunch. Aber ich denke mal, das ist schon eine konkrete Frage. Vielleicht ein Kunde von euch. Bitte dann direkt an AlgoCamp schreiben. Sonst kommen jetzt keine weiteren Fragen rein. Dann würde ich sagen, wenn im Nachgang noch Fragen auftauchen,
Dann können Sie gerne an uns die Frage dann per E-Mail schicken. Wir leiten das dann weiter oder direkt an AlgoCamp. Ich bedanke mich natürlich für das Webinar heute. Wir werden ja nochmal Teil 3, wie gesagt, am 29.08. nachholen. Bitte melden Sie sich an. Anmeldelink ist auch in dem Chat. Ansonsten, David, vielen Dank für das Webinar Ja, heute. sehr gerne. Und natürlich auch an die Teilnehmer. Vielen Dank für die Teilnahme und dass Sie uns unsere Zeit geschenkt, Ihre Zeit geschenkt haben. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Es ist ein ziemlich komplexes Thema, aber ich hoffe, ich habe Ihnen so einen kleinen Einblick gegeben. Und wie gesagt, wenn Fragen offen sind oder Wünsche offen sind, einfach auf unsere Webseite gehen. algocamp.de uns anschreiben, uns eine E-Mail schreiben oder entsprechend an FX-Flat wenden, je nachdem, was für ein Thema offen ist. Genau, also vielen Dank dafür und noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.